Hallöchen Leute, hier in diesem Video geht es einmal ganz, ganz dringend um was. Und zwar seht ihr hier, das Video wurde am 15.02. hochgeladen. Wir haben schon den 22.02. und mir ist aufgefallen, dass bisher kaum einer mitgekriegt hat. Bisher nur 103.000 anscheinend haben das Video gesehen, dass IPRED oder IPRED und IPRED IPRED 2 gleich ECTA ist. Und hier findet ihr von Anonymous wie heißt es, ein gutes Video. Und ja, ich bitte euch, dieses Video zu verbreiten, beziehungsweise auch dieses Video, das ihr hier gerade seht, runterladen, verbreiten, auf Facebook posten, alles Mögliche, damit die Nachricht wie bei ACTA und bei SOPA um die ganze Welt geht, denn IPRED oder IPRED, IPRED, ist quasi ein ACTA-Klon. Ich weiß nicht, ob die da was verändert haben oder bei IPRED 2. Auf jeden Fall ist es im Prinzip dasselbe wie ACTA, nur umbenannt. So, also die Politiker denken sich, oh, jetzt sind sie alle gegen ACTA. Da fällt ihnen das nicht auf, wenn wir es IPRED nennen oder IPRED und das so dann durchbringen. So. Also wollen sie uns für dumm verkaufen und ich bitte euch wirklich, Leute, ich bitte euch, postet es auf Facebook, auf Twitter, auf meinetwegen auf SchülerVZ oder whatever und macht's in eure Statusmeldungen bei Skype, bei MSN, bei ja, erzählt es einfach allen Leuten, denen ihr kennt, schickt Rundmails, schreibt avas. Komm, glaube ich, ist das an. Das ist hier, dass es sich bei iPad um ein ACTA-Klon handelt, beziehungsweise weil halt einfach einige noch nichts davon mitbekommen haben. So, die Nachricht, der Beitrag ist vom 19.02.2012 und ja, ich werde euch das jetzt einfach mal hier vorspielen. Hallo Bürger dieser Welt. Hallo Frankfurt. Wir sind Anonymous Frankfurt am Main. Wir haben eine wichtige Mitteilung an die Welt da draußen. Die Europäische Kommission versucht uns schon wieder zu verarschen. Zitat Anfang. Die EU-Kommission arbeitet derzeit an einer Neuauflage der Direktive zur Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte, IPRED. Ein erster Anlauf zu IPRED 2 war gescheitert, weil über die genauen Definitionen und Maßnahmen im Kampf gegen Raubkopierer keine Einigkeit bestand. Nun soll die Direktive aber an das Internet angepasst werden. Das umstrittene ACTA-Internet-Kapitel, das aus der endgültigen Fassung geflogen ist, taucht nach einem Bericht des ORF in den IPRED-Entwürfen wieder auf. Provider sollen dann einschreiten, wenn ihre Kunden Verbotenes tun, sie sollen abmahnen und sperren. Zitat Ende. Das heißt, kurz gefasst versucht die Kommission, ACTA unter einem anderen Namen durchzubringen. Das müssen wir verhindern. Wir demonstrieren ab sofort, alle, gegen ACTA und IPRED und IPRED 2, nur damit die Kommission nicht denkt, wir wären dumm und wüssten davon nicht. Teilt dieses Video und erzählt es weiter, damit alle davon erfahren. Danke Anonymous Frankfurt am Main. Wir sind Anonymous. Wir sind viele. Wir vergeben nicht. Wir vergessen nicht. Erwartet uns. Wie gesagt, und aus diesem Grund teilt dieses Video, Link ist unten in der Videobeschreibung, genauso zu. Hoffentlich schreibe ich das jetzt richtig. Nee, ich glaube, das ist. Oh, okay. Ich bin mir da nicht. Ja. Genauso wie avas.org, das ist eine Friedensbewegung. Der ein oder andere kennt es vielleicht jetzt. Und hier sieht man auch, wie viele Teilnehmer sie weltweit haben. Die setzen sich für alles Mögliche ein. Ich bin da schon lange Mitglied.
Und auf jeden Fall unbedingt hier mal raufgucken. Oder einfach mal irgendwie denen eine Nachricht schicken. Damit sie auch wieder eine Kampagne starten. So Leute, so viel dazu. Wie gesagt, teilt dieses Video unbedingt. Link unten in der Videobeschreibung. Erzählt es allen weiter, die ihr kennt. Schickt Rundmails, schickt Kettenmails. Schreibt die Leute auf Facebook privat an. Macht Gruppen und das alles, was ihr bei ACTA auch gemacht habt. Nur damit die Politiker merken, dass wir nicht dumm sind, dass sie nicht einfach jetzt sagen können, ja gut, pass auf, weißt du, Person A mögen sie nicht, dann nennen wir sie um in Person Alpha. So, und dann mögen sie sie. Versteht ihr? So. Also, ich bin dann raus und bitte tut's. Teilen.